Willkommen zurück zur nächsten Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Wir hatten uns soeben unseren Pöttinger gekauft. Und mit dem Pöttinger fahren wir sogar zurück zum Hof. Denn unser Mähdrescher, der lässt seine Heuspur. Rohspur. Ja, okay, passt es gleich. Heu ist Gras und Stroh ist Stroh. Weizen oder beziehungsweise Halme von Hülsenfrüchten, rein technisch gesehen, ne? So, da aufhört? Jetzt kein Aufkleber, wie schnell das ist. Ich hätte es auch doch noch nicht verkauft. Ist auch wenn wir jetzt überall abladen können. Ach, wir müssen also warmlich anmachen. Beziehungsweise gut nur rundum leuchten. Ja, auch die Sicht leisten. Oh. Die Kohle. Speed Limit 50. Oh, ich fahr 43. Hoffentlich war das nicht geblitzt. Oh. Ja, gut. Ich bin aber irgendwie immer noch schneller als der blaue hier links neben mir. Gut. Zum Glück bin ich auf der linken Spur. Speed Limit 35. Oh, 7 km/h zu viel. Wie es das funktioniert. So, was müssen wir denn nochmal machen? Pickup senken und Ladewagen anschalten. In früheren Versionen war so, jetzt durften wir auch nicht so schnell fahren. Ich glaube Stufe 2. Das geht gar nicht mehr. Stufe 3. Jetzt ist es automatisch dann normal. Hey, und er fühlt sich! Das heißt, wenn wir das mal das alles aufregen, geben wir das unseren Schweinen. Können die Schweine eigentlich stoppen? Kommt jetzt eine Leine nach der anderen. Wissen Sie, bevor wir das jetzt so riesig machen, ich schnappe mir mal zwei Lines davon. Wir machen ihn einfach. Wir können sie immer machen. Genau. Einfach irgendwo auf die Straße kippen. Was ich auf jeden Fall auch noch machen will, ist Mods wieder ausprobieren. 16 hatte ich einfach. Ohne Ende Mod. Ja, möchte ich hier auch drücken. Falls ihr übrigens Ideen habt, was wir noch zusammen spielen können, beziehungsweise was ihr hier noch sehen möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. Vor allem, was in Kürze auch noch kommen wird, ist der Brick Race. Das wurde eine Art Lego-Spiel. Naja, Lego cool. Mit Autos. Explosionen. Und Chats. Mit Explosionen. Und wissen ja alle, Explosionen ist was Schönes. Zumindest. Im Spiel. In real life nicht. Aber im Spiel. Wie viele Lines? Das ist schon mal gut. Oh, und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr aktuell die Aufnahmequalität findet. Ich habe jetzt einiges noch rumprobiert in OBS. Das ist die aktuelle OBS Studio Version. Hardware technisch wird in Kürze was Neues gehen. Hoffe ich zumindest.
zumindest wenn AMD jetzt ihr Ryzen droppt. Aber zum Thema Ryzen gibt es noch ein extra Video. Wir hoffen alle. AMD und Ryzen wird krass. So, jetzt ist das Ding hier auch gleich voll. 697. Das macht sogar einen Alarmton. Das finde ich ja so. So, ist voll. So, das heißt, wir fahren jetzt erstmal unseren Schwein. Beziehungsweise wir müssen erstmal rausfinden, wo die Schweine sind. Die sind hier oben. Richtige Richtung? Nein. Was? Ja. Hey, wir dürfen durch den Wald. Das ist auf jeden Fall ausprobieren, wir sind fort. 16 und 17 waren jetzt frisch los damit. Ich hoffe jetzt. Schafft er es. Na komm. Oh, der hat es geschafft. Jetzt ist es noch höher sichtbar. Ist schon cool gemacht. Bitte. Ach ne, das ist also meine Ablagestation. So. Schweinis. Auskippen mit I. Stroh wird hier nicht angehen. Was kriege ich dann am anderen? Das ist mir jetzt eigentlich ein Problem. Nein! Hä? Aber. Da sind wir mit Hängern fahren. Soll denn noch etwas mehr? Okay, hier kommt zumindest auch nicht ab. Gut. Ob die Jungs brauchen nämlich vor Jungfrau. Stroh. Aber Stroh nehmen zumindest die Kühe. Das heißt, das, was wir brauchen als nächstes, sind Kühe. Verdammt. Aber wir können zumindest jetzt das Stroh erstmal verkaufen. Oder wir packen es auf eine Straße aus. Ich glaube, wir packen es auf eine Straße aus. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.